Oh, wir haben das Schiff Wrack fast angefahren, alles klar. Oh, das ist ein schöner weißer Tiger da vorne dran. Der ist cool, ja? Ich habe ihn letztens auch entdeckt. Boah, der sieht geil aus. Mann, hier muss doch irgendwo was sein. Ja, ich hab sie. Wo? Wo bist du? Da ist ein ganzer Eingang, da ist ein ganzer Eingang. Wo denn? Hier. Warte mal, komm mal hoch. Wo sie platziert ist. Ich komme hoch. Das habe ich nämlich auch nicht mit. Komm mal ganz hoch, komm mal ganz hoch. Hat, genau. Dann können wir mich zusammen. Ach, da hinten. Genau, das Special ist hier. Guck. Ja, ich bin auch hier. So. Und wenn wir jetzt kurz runtergehen, hier unter uns. Weiß ich nicht, ob das immer schon hier war. Hinter dir, Janice. Oh, hi, hi. Ah, da. Wo? Die beiden sind gerade in der Höhle da, Susanne. Nee, ich bin noch nicht drin. Nee, ich bin nicht in der Höhle. Janice schwimmt gerade rein, ich habe gerade den Hai noch erschossen. Achso, ihr habt jetzt nicht die Kiste, oder? Nein. Du hast gerade die Höhle. Bin ich hier drin? Ja. Achso, okay. Müssen wir in die Höhle rein? Ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich. Nee, das war zuerst draußen die Kiste. Ich wollte gerade sagen, irgendwie schaut sie drin nicht so aus, jetzt müssten wir hin. Hier müssen wir später hin, hier sind diese komischen Statuen drin. Oh. Bist du? Ah ja, du bist auch hier drin. Ich glaube, das, ja, Logbuch. Das Logbuch war irgendwo raus. Ja. Das war irgendwie so. Also das Tagebuch habe ich doch schon gefunden, oder? Was am Strand lag, was ich vorhin gelesen habe. Ja, das war ein Tagebuch. Ich das Log. No. Was war denn da der Laris? Ich hab's. Wo bist du? Wo wird jetzt auf dem großen Schiffs Logbuch? Oh, in der Kajüte drin, oder? Ja, klar. Oh. Hä, da war ich doch vorhin schon. Da war die auch drin, aber ich hab's nicht gesehen. Das ist mir am Dienstag auch passiert, aber ja. Das ist tatsächlich da drin. Warte mal, wo ist denn das? Dann hol ich mir das doch mal. Ich muss da auch nochmal rein. Lass mich sehen. Warte noch, Genesis. Ja, Susanne, wo bist du denn? Ja, ich komm schon. Bin schon auf dem Weg. Da? Da ist das Logbuch. Wo? Ja, genau. Da im Eck, das runde irgendwas. Ach, da. Ja, okay. Gut, dann weiß ich das auch mal. So, fehlt nur noch die Scheißkiste. Ja, jetzt lies uns erstmal das Logbuch, das neue. Achso, ey du, hi du. Ich hol mal Luft, ich werde schon rot. Ah, da ist ein Hai, sowieso unterwegs. Schnell. Ich will mal kurz sagen, zum Lesen können wir mal kurz aufs Schiff gehen. Das ist, glaube ich, einfacher, dann werden wir wenigstens nicht von Haien attackiert. Das ist vielleicht eine gute Idee. Genau. Oh. Wie wähle ich denn eine Banane aus, wenn ich. Die kommt immer nur der blöde Fisch. Dann drückt nochmal 3. Nochmal drauf drücken, glaube ich. Mehr Wings Logbuch. Ah, scheiße, das habe ich ihn gegessen. Ach, 3. Ah. Fleisch an der Wasseroberfläche. Guter Tipp. Muss ich mal gucken. Soll ich vorlesen? Auch vom Hai. Ja, mach doch. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo das Logbuch ist. Ich lese einfach bei dir mit. Die Magpie's Wing. Achso. 7 Stunden 34. An der Südseite. Ne, stopp mal. Die Stunden sind unterschiedlich. Warte mal kurz. Ich fange bei Stunde 6 an. 6 Stunden 47. Die Burning Blade wird fliehen, Richtung Nordosten. Ja, das. Sie dreht und nimmt die Verfolgung auf. 7 Stunden 12. Haben Steuerbord kleine seichte Inseln passiert. Richtung Kurs neu Nord-Nordost aus. Susanne. Oh, cool. Ich hab das umsegeln 7 Stunden 34. Umsegeln befestigte Insel. Neuer Kurs West-Südwest. 7 Stunden 34. An der Südseite von Thieves Haven vor Anker gegangen. Captain ist an Land gegangen. 7 Stunden 49. Die Truhe nordöstlich einer kleinen Insel über Bord geworfen. Halten jetzt Kurs gen Norden. 7 Stunden 55. Die Burning Blade holt auf. Bald haben sie uns eingeholt. Ein Tipp. Schaut doch trotzdem da unten in die Höhle rein. Da, wo wir jetzt gerade drin waren. Ernsthaft? Da waren wir doch gerade. Ja, aber da hatten wir das Buch noch nicht. Ach so, habt ihr schon gesehen. Ja, okay, dann passt. Ach so. Also da ist nichts drin. Nee, aber so als Info, dass da die Insel ist. Dass da die Höhle ist. Okay, an der Südseite von uns. Eine Höhle. Also ich schlag mal vor, wir nehmen in der Reihenfolge, wie es da steht. Nee, du musst auf die Stunden achten. Achte mal auf die Stunden. Das ist mir schon klar.
Aber stimmt schon. Thieves Heaven ist die einzige. Ja. Thieves Haven. Ach, der auf die Stunden. Ist die Ach, der auf die Stunden. Böse, böse. Also nein, wir fliehen in Richtung. Also, wenn es das, ach, das muss ja hier beginnen. Also müssen wir jetzt Richtung Nordosten. Ich habe keinen Plan, Dennis. Die zwei verwirren mich so dermaßen. Das hat man schneller irgendwie. Also wenn es um 6 Uhr schießt mich tot anfängt, die fliehen Richtung Nordosten, die nimmt die Verfolgung auf. Genau. Also müssen wir Richtung Nordosten fliehen. Dann geht's weiter, das gibt so eine kleine seichte Insel, die wir passieren, wenn wir Nordosten macht. Wir müssen uns neu ausrichten, Richtung Nordosten. Genau. Und dann müssen wir... Ich verstehe nicht, warum 7 Stunden 34 zweimal vorkommt. Das irritiert mich. Also wir müssen Richtung Thieves Heaven auf alle Fälle. Das ist, glaube ich, schon mal logisch. Ich glaube, dass zuerst die linke Seite kommt. Zuerst müsste die linke Seite kommen, dann die rechte Seite. Ich muss erstmal rausfinden, wo Thieves Heaven ist. Wollen wir denn eigentlich hin? Ja. Hast du eigentlich noch nie Schuhe angehabt? Du kriegst mich Sachen, Susanne. Tut mir leid, darf ich nicht barfuß laufen oder was? Ah, nee. Ich wusste es nicht, oder? Das. Ja, eigentlich. Ha. Pass auf, jetzt muss ich schauen. Wo ist denn mein Ausrüstungszeug? Kleiderdrehe. Ganz doch, rechts normal, hinten. Normal hatte ich schon Schuhe links an. Links dann, auf der linken Seite ist es dann. Aber. Hä, ich hab doch Schuhe an. Nee, das sind so Latschen. Ja, genau. Die hatte ich immer schon an. Achso, echt doch. Ja, das war das ganze Admiral-Outfit. Das war doch das ganze Admiral-Outfit und dann die Jesus-Latschen dazu. Das war doch dieses, wow, ich bin gerade einfach... So vornehm angeht. What the fuck? So königlich und what dann diese fuck? Latschen. Ich stand gerade hinter dir, Susanne, und ich stand plötzlich in der Kapitänskajüte. Uncool. Ja. Fetter Leck gerade, Alter. West, Südwest. Ah ja, so, Entschuldigung, Janice, zurück zum Thema. Okay. Nordosten, oder? Erstmal. Also, ja, Nordosten, aber ich darf es nicht vergessen, Thieves Heaven ist genau in die andere Richtung. Nordosten! Nordosten. Also. Halt, das war's, Kind. Oh, ich würde mir gerne eine Skizze malen jetzt. Ja, süß. Also Nordosten müssen wir jetzt fahren, oder? Ich habe keinen Plan, ohne Witz. Jetzt lass mich doch erstmal ein bisschen... Also wir haben es so gemacht, der Markus war an der Karte gestanden, ich habe es ihm vorgelesen. Und dann hat er eben so anhand von den Hinweisen die Route berechnet oder überlegt. Nach Nordost. Okay. Das Ziel ist ja eigentlich, dass wir die Truhe finden, oder? Ja. Von hier aus nach Nordosten. Das heißt, wir können die Route auf der Karte nachstellen quasi und dann wissen wir, wo die kleine Insel ist. Also welche Insel die kleine Insel. Nach Nordosten, dann kommen wir an Sharktooth Key vorbei, oder? Wenn das eine seichte Nordosten ist, aber das ist ja mehr Osten fast. Das ist Ost-Nordost. Nordosten ist eher Shiver Retreat. Genau. Und dann neuen Kurs ausrichten. Das sieht auch sehr seicht aus. Warte mal. Haben Steuerbord, kleine. Steuerbord ist rechts. Seichte Insel passieren. Richten Kurs Nord-Nordost. Nord-Nordost. Das ist geradeaus Richtung Q. So ungefähr. Lies weiter. Dann ist ja die Sache, welches 7. Ah, dann ist es ja um Segeln befestigte Insel, neuer Kurs West-Südwest. Also könnte es. Befestigte Insel. Skull Keep. Ne, das ist westlich. Wir umsegeln eine befestigte Insel. Geh doch von Shiver Retreat, Nord-Nordost, kannst du nicht nach Skull Keep kommen. Wieso? Weil das westlich von Shiver Retreat liegt. Achso, also Liars Backbone dann. Kann das Nein, sein? Nein, das ist Osten. Zoom raus. Also wenn du irgendwo hin musst, dann hat Tree Rock Isle. Nein, nicht so weit. Halt die Schnauze, ich Alter. Ich geh mal gleich ganz raus hier. Dann kann ich gar nichts mehr lesen. Alter. Sei mal nett zu mir, so, ohne Witz. Du liest vor, ich benutze den Kartentisch. Du bist auch nicht schlauer als ich. Ja, genau. Einer ich bin schlauer als du. Safe nicht, du wirst Fachabi. Also, wenn eine befestigt, warte mal. Hä? Halt, stopp. Segeln, befestigt. Aber Tree Rock Isle ist nicht befestigt. Ich wollte gerade sagen, das klingt mir nach einer Festung. Ach nein, wirklich?
Du Trottel. Die Festung hat Fort im Namen. Ja. Geh raus, rauszoomen. Wer dann nach Norden? Oh, rauszoomen, habe ich gesagt. Jetzt nach Norden. Oder bei dir beißt gleich einer. Ich glaube auch gleich, ja. Skullkeep, schau dir Skullkeep mal an. Das ist komplett befestigt, Alter. Er hat doch gerade gesagt, da kommt Fort im Namen vor. Normalerweise. Da oben kommt aber nichts mehr. Sicher nicht? Wo ein Fort ist, Janice. Und Skullkeep ist komplett befestigt. Ich wiederhole mich noch einmal. Skullkeep ist komplett befestigt. Ich sehe die Mauern in der Karte. Stimmt. Na gut. Ich bin schlauer als du. Ich weiß, was ich mache. Trottel. Gut, okay. Neuer Kurs, also wir umsegeln sie. Neuer, also hier rum. Meuterei an Bord. Umsegeln ist rechts rum. Dann West, Südwest. Jetzt warte mal. West, Südwest. Ist Richtung Shipwreck Bay. Den schon wieder, na, pass auf, warte mal. Wenn wir so fahren, dann ist umsegeln links rum, nicht rechts rum. Wenn wir danach West, Südwest fahren. Wenn wir sie umsegeln, fahren wir rechts um Skullkeep rum und fahren dann nach links da weiter. Ist ein Leuchtfisch. So rum meinst du? Hä? Schau mal, Janice. Mal doch mit den Kreisen auf, was du meinst. Hör mir doch zu, wenn wir jetzt so fahren. Ja. Fahren wir da links rum. Ja, genau rum. So meine ich. Nicht rechts. Ja, so meine ich doch. Ja, du hast aber rechts. Rechts an der Insel vorbei. Das ist rechts rum. Sollen wir mal helfen? Nein, Janice kann einfach nicht rechts und links unterscheiden. So. Wenn ich an der Insel rechts vorbeifahre und wir fahren rechts halt rum. Westen oder Süden. So, und dann rollen wir doch genau. Von Skullkeep, welche Richtung, Janice? So, wenn wir dann West-Südwest fahren. West-Südwest, also hier wieder runter praktisch. Dann an der kleinen. Nein, warte. West-Südwest. Die Truhe nordöstlich. Ich höre dich nicht, Janice. Ich hab dich nicht gehört. Wort sein. Ich hab dich nicht gehört. Also, wir müssen die Truhe nordöstlich einer kleinen Insel über Bord geworfen. Halten jetzt Kurs gen Norden. Das muss ja Isle of Last Words sein. Das geht ja gar nicht anders. Also, sonst gibt es keine kleinen Inseln. Schätzungsweise. Siehst du da noch irgendwo eine Nähe, oder? Nein, nicht in direkter Nähe. Okay. Außer sie ist nicht eingezeichnet. Sie doch, ist doch. Eingezeichnet. Dann ist es Isle of Last Words. Muss es ein? Ja. Und da Nordöst? Wie, nein. Das ist Zade. Aber das ist ja auch nicht West-Südwest. Warte mal ab, warte. So, nochmal ein bisschen raus. Scheiße, zu weit. Da sind nur ganz kleine Inseln. Da links, guck mal, da sind ganz viele kleine. Ja, ich weiß schon, die hier meinst du? Ja, na rechts. Also ich weiß nicht was. Achso, warte doch, Mitte ist richtig. Ich bin falsch. Wieder links. Ich bin schlauer als du. Ich weiß, was ich tue. Digga, ich stehe auf der linken Seite der Map. Entschuldigung. Also irgendein schönen Seeposten oder so eine Scheiße, glaube ich. Unterschiedlich. Die anderen standen vorhin an. Wo wir vorhin vorbeigefahren sind, standen die anderen an Twin Groves. Also könnte es Twin Groves sein, Janice. Ich wollte gerade sagen, und da nordöstlich einer kleinen Insel über Bord geworfen. Also im Nordosten von Twin Groves. Leute, stimmt Twin Groves? Ich bin im Überblick mehr. Setz doch mal eine Markierung dahin, damit wir das nicht vergessen. So. Wir müssen doch nicht den Weg nachfahren, wir müssen nur bis Twin Groves fahren. Ich hab nur zur Orientierung, Janice, chill doch mal. Du stirbst nicht, ja, wenn du das nicht aufs erste Mal packst. Doch! Ich hab auch. Liegen wir mit Twin Groves richtig, Leute? Nein. Dann schauen die Angel weg. Ich glaub, was ist denn die erste Insel ist? Thief 7, oder? Wo ist denn die? Nee, Thief 7 ist ganz. Ach, scheiße, die habe ich vergessen. Och, Janice. Das ist ja das ist der Ausgangspunkt. Thief 7. Janice, ich bring dich um. Ja, gut, okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich bring dich um. Runter, ohne Witz. Runter. Alle. Chaka. Du kamst als Teil mit der Zeit an. Da steht 2x7 Stunden 4. Jetzt, Chaka, fang an. Ja. Thief 7. Thief 7 fangt an. Dann, wo fahren wir hin? Richtung. Okay.
Nordosten. Oder doch. Nordosten, ja. Nordosten, dann kommen wir zum Mutineer Rock. Dann haben wir eine kleine seichte Insel. Das ja, das schaut richtig aus. Mutineer ja. Rock, oder? Genau. Schaut's mal. Steuerbord, kleine Seite, okay. Nord-Nordost. Nach oben. Ah, jetzt macht das auch. Und dann kommen Sinn. Wir an The Crow's Nest Fortress vorbei. Umsegeln befestigte Insel. Oh. Ach, Fortress. Okay, jetzt macht das auch und Sinn. Und dann kommen wir zu Cutlass Cay. Ah. Und das ist eine kleinere Inselgruppe. West-Südwest. Ja. West-Südwest, ja, okay. Tschüss, mein Cutlass Cay. Jetzt hat er meinen Köder gefressen. Weiter? Ja. Halten. Ja, die Truhe. Die Truhe? Du warst dann noch weg. Kleinen Insel überbord. Sag mal, spackt der Janice nur gerade bei mir so, oder? Norden. Hm. Ich schön. Ja, du spackst bei mir auch rum. Wir hatten das Thema schon, Matze. Oh Mann. Ihr spackt rum, ihr beiden. So, jetzt geh nochmal nach Norden. Guck doch mal, warte mal, geh nochmal nach Norden. Sieht richtig süß aus. Ob wir da landen, wo wir jetzt sind, ungefähr. Ja? Ja, stimmt, es guckst du, dass da. Ach, da ist das Schiff versunken. Das ist das Wrack, von dem sie da reden. Das ist halt deren. Okay, dann stimmt das. Cutlass Cay Nordosten. Letzte Markierung bitte. Cutlass Cay ist schon besetzt, aber der Cutlass Cay ist ja hinter uns. Ah, da im Nordosten, das finden wir schon, ja. Heieiei. Ja, Entschuldigung, Mats hat mich verwirrt mit seinen komischen Stunden da. Kurs West, Südwest. Und erst wieder kurbeln, wenn es sich nicht bewegt. Aber. What the fuck? Hey, Leute, ja. Ich habe gerade die Hälfte meines Lebens verloren und bin einfach plötzlich im Wasser gewesen. No Fakes, hi. Guten Abend. Soll ich dich reinholen? Warte, wo bist du denn? Nein, ich bin schon wieder außen dran, aber das ist uncool. Mann, das ist das zweite Mal jetzt, dass ich von irgendwas plötzlich wegspawn. Einfach so. Echt? Vorhin schon, als ich hinter der Susanne stand, stand ich plötzlich in der Kapitänskajüte und jetzt stand ich, jetzt stand ich vorhin hier. Und war plötzlich unten im Wasser verletzt. Was? Im Wasser verletzt, gell? Was? Also die alten Männer, was die alles machen. Aber ohne, dass ich mich bewegt habe. Das ist ja blöd. Im Prinzip genau die Schuhe. 180 Grad drehen. Hallo. Liegt an die Schuhe, Matze. Also, was ist jetzt? Wo müssen wir eigentlich hin jetzt? Immer noch Cutlass Cay. Ich muss nur kurz den Boden überprüfen, wie ich ja besten. Ja. Ich komme jetzt denn da drauf? Ich bin gerade am Nachschauen. Susanne, lauf mir die Karte so bitte. Entschuldigung. Nee. Geschaut, ob das die ist, wo was? Sie. Jetzt ab. Weil ich habe die Vermutung, dass sie die Insel ändert. Echt? Mhm. Das könnte sein. Markus. Thieves Heaven war den Nordost. Das könnte sein, warum man das auf 5 mal macht. Ja. Nein. Warum ist denn der Anker noch die Insel? Nee, da ist doch der Anker schon oben. Ja, das habe ich jetzt auch. So. Ich kenne es inzwischen. Ich bin an. Müsste eigentlich auch so eine Auszeichnung haben. Östlich. Achso, du schaust jetzt danach, okay. Gell? Ja, nordöstlich über. An der Südseite von 17 AKG. Moment. Ich lies den mal vor. Nee. Ja. Also an der Südseite von Thieves Heaven vor Anker gehen, Captain ist an Land gegangen. Ja. Die Burning Blades, wir fliehen Richtung Nordost, dreht und nimmt die Verfolgung. Also Nordosten. Ja, wenn der Matze die Karte benutzt, dann geht es natürlich nicht. Ja. Ich benutze die Karte, ne? Nee, der Matze, glaube ich. Achso, Entschuldigung. Haben Steuerbord kleine, seichte Inseln passiert? Kleine, seichte Inseln. Was noch, Thieves Heaven, Richtung? Richtung Nordosten. Mutineer Rock. Und dann Steuerbord kleine, seichte Inseln. Mhm. Dann Richtung Nord-Nordosten. Bäm! Boom. Ups. Schnell! Ja. Machen wir noch ein kleines. Ihr kriegt das hin. Passt schon, ich mach schon. Macht ihr weiter.
Entschuldigung, Leute. Nichts passiert. Moment. Du musst trotzdem. Scheiß Sand. Notizen so. Kannst du theoretisch in einem Run finden. Ja. Okay. Okay. Um Segeln befestigt die Insel neuer Kurs West-Süd. Also es ist Nord-Nord-Ost von der ersten Seite. Nord-Nord-Ost, ja, das wird irgendwo hier sein, ja. Und dann um Segeln befestigt die Insel neuer Kurs West-Süd. Ja, das ist dann Cutlass, ja. Und dann die Truhe nordöstlich einer kleinen Insel über Bord. Was? Ja, dann ist es schon. Dann ändert sich die Insel. Nein. Doch. Nein, Markus, bleib stehen, Mann. Ich wollte gerade an dem Po riechen. Ich habe letztes Mal die Unterhosen gesehen beim Schwimmen. Hier unten, ich saß hier gerade so, warte, so direkt hinter dir. Die Burning Blade holt auf. Okay. Oh, Moment, also, das ist ja Gegenwind. Ist die Moment. Insel. Two. Warum ändert sich die Insel? Zweimal. Ich ja, weil man fünfmal diese Quest die gleiche macht. Also, nee, das ist so, du hast, also ja, kannst du. LOL! Ich bin. Ich, what the fuck, Leute, ich bin schon wieder ges. Oh mein Gott, ich bin einfach wo unter Wasser. Ich bin einfach hinterm Schiff. Was tust du? Ich hab grad. Mein, ich hab grad mein Fernglas benutzt. Ich hab grad mein Fernglas benutzt in der Mitte vom Schiff und war einfach direkt gerade unterm Schiff plötzlich. Also gestern, oder vorgestern, nee, wann war's? Dienstag. Dienstag. Da hat man nur so ein Leck mit der Kiste, das war in der Kajüte gelegen ist. Ja. Das war so wie so Wasser dann irgendwie vorne dran. The fuck. Oh, soll man winken? Tschüss. Ja, mich nervt es nur gerade, dass ich die ganze Zeit irgendwo durch doof. Die Gegend rumspawn. Man weiß, ich will schauen, was das für ein Schiff ist vor uns und zack, bin ich plötzlich außerhalb des Schiffes und irgendwo unter Wasser. Oh mein und Gott, ich kann die Harpunen ausprobieren. Was? Was ist da? Stimmt, ja. Da sind Fässer. Toll, ich fahre genau über die Fässer drüber. Hä? Scheiße. Oh. So ein Scheißdreck. Daneben. Verdammt. Wie weit ist denn das jetzt eigentlich noch weg? Bisschen hinter dir. Keiner Insel, schaut, müssen wir abbiegen. Wo bin ich denn? Nach Norden runter, nach Norden. An Krups, so, Hello, an Hello, Insel vorbei und dann links. Süden. Genau. Blödsinn. Ja, Süden. So ein Scheiß. Also nochmal zu sagen, diese Questreihe kann man quasi einmal machen. Dabei kann man alle diese Logbücher finden, die wo zusätzlich noch was geben. Mhm. Genau. Und wenn man das Ganze fünfmal macht, kriegt man nochmal was dazu. In einem Run? Nee, die Notizen kannst du theoretisch in einem Run finden. Genau, nicht, du kannst die Logbücher. Dann sind die eigentlich. Ach so, Markus. Dann sind die eigentlich auf jeder Ebene. Wieso sind hier so viele scheiß Schiffe? Markus, ich war vorhin hier, wollte da rausschauen mit dem Fernglas und war plötzlich unterm Schiff. Gerade unterm Schiff. Dass du gerade Internetprobleme hast, irgendwie. Du checkst auch wie Sau. Abgehackt hörst. Aber ich mach nichts im Hintergrund oder so. Das wär jetzt blöd. Irgendwie stimmt doch unsere. Wir müssen die Segel mal drehen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wieder. Wir schauen im Hauptzeit auf die Segel, aber nie vor. Hört auf zu schießen. Susanne? Bin ich schon richtig? Richtung? Andere Richtung. Andere Richtung. Oh, dann war es ja richtig. Das vordere, ja. Ja, ich hab gedacht, das habe ich jetzt falsch gesehen. Ich vertue mich da. Kann man jetzt driften, oder? Geht das? Ne, der Boden. Ja, nice. Geht, wir driften. Wuhu! Ist das eine Galeone oder ein Geisterschiff? Wo? Geisterschiff. Das ist Galeone, Geisterschiff, ja. Und rechts ist auch noch. Wir müssen Schiff. Aber dummerweise hin. Da rechts ist auch noch. Das war klar. Ja, genau. Jetzt geradeaus. Genau aufs Geisterschiff zu, finde ich geil. Da ist wieder einer. Ein schwebendes. Ja. Naja, zu du bist mal direkt. Ja, wobei, wir müssen mal auf die Insel da rechts. Da wo das eigentlich. Ist. Na, im Süden. Da müssen wir jetzt ganz gerade hin. Ich hab grad geschaut. Ja, genau. Das ist sogar Nordosten ist theoretisch ein Tacken rechts. Ja, vor uns ist die Insel dazwischen. Und links ist die. Z-
zu der Insel kommen, ohne dass uns die Piraten entdecken oder uns... What the fuck? Das ist gut. Wenn sie kommen und wir ankern, dann... Schießen die immer noch auf uns. Das gefällt mir nicht. Geht Scheiße. Los, ja. Ja. You're ready to fight? Also, wohin? Gerade also, dachte das andere. Jetzt, Harpune! Ich lass mich jetzt nicht von dem Ding... Alle, wir kämpfen für sich. Der Megalodon greift an. Nicht. Loch. Fuck you, you little... Nein, nicht drauf schießen! Nein! Oh, bist du irre? Warum? Das Ding zieht uns weg. Dann können wir ihn erledigen. Du kannst dich von mir gerade nur ziehen lassen. Echt? Ja. Ja, das ist so... Hallo von vorne. Hallo, Leute. Hinter uns ist übrigens noch ein Geisterschiff. Nur so zur Info. Leute? Was? Weg, wenn man anfangen. Ja. So, dann mal irgendwo. Leute, hinter uns ist auch ein Geisterschiff. Geht schon. Ja, rechts Leute, Anker. Es ja, ist kommt das Geisterschiff, so. Aber ist weit weg. Das segelt weg, passt doch. Ja, ja. Okay, alles Nordosten. Gut. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt. Das hat er neu zu sagen. Mhm. Haben sie es auf die Insel geworfen oder ins Wasser? Ja. Hier? Ja. Unter Wasser? Nein, das ist eine blaue Meerjungfrau, die wir aus dem Meer raus hier. Ist. Aber hier ist so abs. Die ist eh gleich tot. Blau. So, und wo ist jetzt die Truhe? Und wo soll jetzt im Wasser? Das ja ins Logbuch, nein, da steht drin, auf welcher Seite. Süd. Nordöstlein-Insel. Es ist hier. Ins Wasser. Wo? Ja, ich suche ja schon die ganze Zeit. Komm, hier. Du bist doch nordwestlich, nicht. Janice. Ich bin doch nicht. Ja, falsch gedacht. Ich hab sie nämlich. Ist die wirklich... Hast du sie? Ich hab sie. Nee, jetzt hat er sie. Ja. Er hat sie. Ich sehe sie auch. Jetzt ist sie weg. Flup, flup, flup. Das wollte ich gar nicht. Habe ich sie jetzt weggenommen gehabt? Nee, das war bloß wieder so komisches Schweben. Der ist ja offen. 30 Kugeln braucht der Megalodon, dann ist er tot. The fuck, ich sehe nichts. Die Crew ist so nah an meinem Face. Kurz sagen, das geht damit. Es kommt drauf an, welcher glaubt. Oh. Ach, ja, sie ist offen. Das Geisterschiff ist mal richtig asozial. Das wartet bis hier los. Nee, so, lass so stehen, das fährt schon allein. Steht jetzt so ein paar Sekunden und dann. Ich möchte den Weißen mal sehen. da bleib, schieße. Den Weißen. Leute, ich der hab hier was. Der ist ja legendär, sozusagen. Öffnen wir zusammen, hallo, Leute. Öffnen. Ja, Kiste. Wo sind alle? Hallo, Janice. Antike Kiste. Küste. Janice. Warte, ich will die Schlange töten. Oh. Nein, wir wollen die Kiste auch mal. Janice, komm her jetzt. Bin ja schon da. Wo bist du denn überhaupt? Take pages. Sind das Inseln? Der Höhlenskarpeus versteckt sich in der Nähe der Tränen der Insel. Der Schleierband. Sind das Inseln? Oh mein Gott, ich habe keinen Bock, diese Rätsel. Oh mein Gott, nein. Siehst du, was ich sehe, Markus? Hey, wir haben den Totem noch nicht. Hey! Was hat er getan? Das schaut aus wie Gesang. So. La, la, la. Was mache ich jetzt mit dem Totem? Janice auf den Kopf hauen. Da steht mir geben.